Hallo und willkommen zu einer weiteren Joystick-Folge von Tentalien Retro Repair. Diesmal beschäftigen wir uns etwas intensiver mit dem Reinigen von Joysticks. Ich habe da mal zwei Klassiker zur Verfügung gestellt. Beide haben unterschiedliche Probleme. Man kann es wahrscheinlich schon sehen. Der hat seine besten Tage oberflächentechnisch hinter sich. Hier lässt sich leider so gut wie nichts machen, um da die Flecken, wo das Plastik, das Silber abgegangen ist, zu lösen. Aber den Dreck, das kriegen wir alles mal schön sauber und wir gucken ihn uns auch mal von innen an. Ich habe ihn noch nicht geöffnet, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ebenso bei ihm hier, der hat noch ein weiteres Problem, nämlich diese Stelle. Auch da bin ich gespannt, ob wir das sauber kriegen mit den Mittelchen, die ich hier so habe. Mal gucken, wie weit wir denn da kommen. Als allererstes, abgesehen von einer groben Reinigung, wie zum Beispiel hier mit einem Pinsel, damit nicht unbedingt alles in den Reiniger reinkommt, das ihr gleich sehen werdet, den Schaumreiniger, den ich verwende, erstmal ganz grob drüber gehen, um das hier wegzukriegen. Der hat übrigens hier noch sehr schöne Flecken auch auf dem Taster, wo auch immer das herkommen mag. Jetzt nehme ich den Schaumreiniger von der letzten Folge und sprühe das Ganze hier erstmal schön ein. Also auch da muss man keine Probleme haben, dass man glaubt, dass der Schaum irgendwo eindringt und jetzt für Kurzschluss sorgt oder da eher für Störungen. Meine Erfahrungen sagen nein. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, wenn man darauf achtet, dass es ein antistatischer Schaum ist, der nicht leitend ist, gibt es da gar keine Probleme. Habe ich jedenfalls keine mit gehabt. So, während das Ganze einwirkt, gucken wir uns mal schon mal einen von innen an. Den öffne ich mal. Auch da immer mit dem richtigen Werkzeug, also einen schönen großen Schraubendreher nehmen, Kreuzschlitzschraubendreher, so nennt sich das Ding ganz offiziell. Drehen, drehen, drehen. So, und dann gucken wir hier mal rein und der sieht von innen noch recht ordentlich aus. Da haben wir Glück, da gibt es nicht viel zu tun. Wenn man noch mag, hier am Rand hat sich ein bisschen was angesammelt. Und man soll gar nicht glauben, was sich alles im Joystick ansammeln kann, was ich da schon gefunden habe. Erschreckend, erstaunlich auch, was sich da alles reinzieht. Man sollte meinen, es ist ein nahezu geschlossenes Gehäuse, aber da fragt man sich, wo kommt dieser Dreck her? Und da bin ich gespannt, was wir dem gleich dann noch sehen werden. Im Regelfall reicht es auch hier mit einer Bürste, vielleicht mal ein bisschen Schaum zu nehmen, mit einer Bürste hier reinzugehen und schon sieht das Ganze viel besser aus. Das ist nur recht loser Dreck. Der Dreck ist weg. Ganz einfach hier oben auch. Da am Rand. Bisschen drüber gehen. Zu der Stelle kommen wir gleich noch. Erstmal die groben Sachen. Fusselfreies Tuch. Das sieht schon viel besser aus. Genauso auch hier. So, währenddessen können wir hier mal auch da mal drüber gehen, um mal zu zeigen, was an Dreck so hängen bleibt. Ist das besser, nicht mit dem Tuch, sondern dafür nehme ich auch jetzt gerade mal ein Zewa, auch wenn ich das zum Reinigen üblicherweise nicht nehme. Aber auch hier sieht man schon, der Dreck, der vom Schaum jetzt hier aufgenommen wird, der immer noch auf dem Gehäuse war, und auch jetzt hier zu sehen ist, was der Schaum dort rausholt an Zeug. Ja, seht ihr, was da hängen bleibt? Ganz erstaunlich. Jetzt können wir wirklich zu dem Tuch hier greifen. Das ist zum Reinigen deutlich besser geeignet. Hier kann man ruhig ein bisschen grob zur Sache gehen. Der Joystick ist da nicht so empfindlich. Die wenigsten sind das. So, und der erste Eindruck ist doch gleich doch schon ein ganz anderer, wie er vorher war. Der Dreck, woraus setzt er sich eigentlich zusammen, was den meisten vielleicht auch nicht unbedingt bewusst ist? Es ist tatsächlich Fett von Fingern. Und das Fett bleibt auf dem Material haften und dann kommt alles, was an Dreck durch die Gegend fließt oder was auf den Fingern ist, sammelt sich in dem Dreck an. Das Ganze wird dann schmierig. Und das macht den ganzen
die Flecken produziert das Ganze. Nur durch das Fett von den Händen, weil auch wenn man es glaube ich nicht fühlt, aber die sind immer irgendwie fettig und das bleibt dann hängen. Und wenn man dann vorher noch irgendwelche beim Spielen ja gerne mal so Knabberkram gegessen hat, ob das Schokodrops sind, ob das irgendwelche irgendwelche Chips sind aus Kartoffeln oder sonst was, das bleibt alles an den Fingern, das sammelt sich hier an und das geht selbst durch diese kleinen Ritzen hier am Feuerknopf, da sieht man es ja, da ist ja immer minimal Spielraum oder hier hinten am Autoschalter, jetzt bei dem hier zum Beispiel ist er jetzt hier hinten angebracht, das geht dann ins Gehäuse hinein. Deswegen gucken wir gleich mal, was das Gehäuse denn hier hergibt, während wir hier jetzt mal sauber machen. Mal grob das hier entfernen. Es ist nämlich immer gut, den Schaum tatsächlich so ein, zwei, drei Minuten einwirken zu lassen, damit er auch Zeit hat, wirklich in die Ritzen reinzugehen. Das hier sieht jetzt auch schon ein bisschen besser aus, aber richtig gut noch nicht. Aber der Fingernagel macht es. Das war so grob, was auch immer das war und ist. Auch schon viel, viel besser. Das kriegen wir aber gleich noch ganz sauber. Das gucken wir uns ja gleich noch an. So, in der Zwischenzeit mal diesen hier öffnen. Der hat nicht mehr alle Schrauben drin. Irgendjemand hat da schon mal drin rumgefummelt. Nur eine. Wie nett. Okay, gucken wir hier mal rein. Also auch der sieht noch einigermaßen in Ordnung aus. Abgesehen von hier sieht man so leichte Flecken auf der kleinen Elektronik. Ob der Joystick jetzt funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Das machen wir in einer anderen Folge. Da geht es dann um die elektrische Seite des Joysticks, um die Funktionalität wiederherzustellen. Momentan geht es nur um die Reinigung. Sowas hier zum Beispiel könnte man dann mit einem Glasfaserstift behandeln, um sowas wegzukriegen. So gut wie nicht mehr zu sehen. Die Dinger kann ich wirklich nur empfehlen für alles, was mit Platinen zu tun hat, um dort was wegzubekommen, wegzukratzen, was einigermaßen schonend ist, weil die Riefen hiervon sind so minimal, dass man sie kaum noch sieht, kann ich nur empfehlen. Kann man bei uns auch im Shop beziehen. Was haben wir hier noch? Es war definitiv jemand dran. Da hat jemand sogar die Mikroschalter beschriftet. Warum auch immer. Ja gut, es kommt vor. Hier sieht man, dass die Kontakte auch schon leicht korrodiert sind. Da ist auch ein wenig Dreck drin. Oder was ist das? Es könnte auch eine Verfärbung von dem Plastikmaterial an sich sein. Also wirklich als Dreck würde ich das nicht bezeichnen. Auch das hier sieht von innen einigermaßen sauber aus. Wir werden aber noch eine andere Folge machen mit weiteren Joysticks, wenn ich die auseinandernehme. Auch die werden wahrscheinlich von innen irgendwo dreckig sein. Zu dem Thema kommen wir also wieder zurück. Es geht ja hier erstmal um das ganz Grobe. Verkehrt herum. So. Sehr schön. Dann fixieren wir den wieder mit dieser einen Schraube. Wenn sie denn halten würde, was sie wohl tut. Sehr schön. So, was gibt es hier noch zu tun? Wo haben wir? Da nehme ich dann doch den hier. Auch wenn der Schaum schon vieles heruntergeholt hat, eben noch nicht alles. Gerade hier in den Ritzen kann man das noch deutlich sehen, dass da noch Material ist. Da nehme ich dann noch mal ein bisschen. Ah, diesmal können wir den Kunststoffreiniger nehmen. Auch sowas gibt es in vielen Haushalten. Ganz einfach hat Kunststoffreiniger. Der ist durch seine Flüssigkeit dringt er anders ein als der Schaum. Der Schaum ist immer für grobe Sachen, um das reinigen zu können. Das hier geht dann schon ein bisschen in die Tiefe und geht hier ein bisschen drauf mit der Bürste einarbeiten. Da sieht man auch schon, dass der Schaum sich hier ein bisschen verfärbt. Auch um die Ecke rum, um den Dom. Und das Ganze ein bisschen einziehen lassen. Gut, was gibt es noch zu erzählen? Das brauchen wir alles nicht. Was wir gleich noch gebrauchen können, ach ja,
hierfür. Darum können wir uns mal kümmern. Das probiere ich immer gerne mal aus mit einem Meerbereichsöl. Das ist ein Kriechöl, das unter das Material kriechen wandern sollte. Man kann auch so Plastik-Reinigungsmittel oder Aufkleberentferner nehmen. Das sollte für sowas auch funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Art von Aufkleber hier mal drauf war, der das Ganze so verursacht hat und das dadurch entstanden ist. Ach, ein angenehmer Duft, weil biologisch abbaubar. Schön. So, wieder ein bisschen Papier. Hierfür ganz wunderbar, jetzt auch nur zum Vorführen, dass man sehen kann, ob sich jetzt hier was tut. Aber nein, tatsächlich nicht. Das ist der Vorführeffekt, das ist auch für mich jetzt ein Lernfaktor, weil so einen hatte ich hier auch noch nicht. Tut sich da überhaupt irgendwas? Sieht tatsächlich nicht danach auch aus. Hier bleibt so gut wie nichts hängen. Aber es scheint mir doch oberflächlich zu sein. Ein Thema für eine weitere Folge, so wie ich das sehe. Das gucken wir uns mal genauer an, wie wir das noch vernünftig wegbekommen. Denn wir müssen ja auch auf die Zeit achten bei dieser Folge. Okay, dann Reinigung. Wieder das fusselfreie Tuch. Fusselfrei deswegen hier an der Oberfläche ist das möglicherweise nicht ganz so wichtig. Aber wenn es darum geht, einen Joystick zum Beispiel von innen zu reinigen und dort eben die Flusen, die dort sind, man schon entfernt und dadurch andere Flusen hier von Papier zum Beispiel ersetzt, was nutzt es einem dann? Deswegen nehme ich immer ein fusselfreies Tuch, um da gleich vorzusorgen. Und siehe da, das hat doch schon eine Menge gebracht. Ja, die Kante sieht jetzt viel besser aus als vorher. Hoffentlich kann man das auf der Kamera dann auch darüber gut erkennen, aber rein optisch hier sieht man das schon ganz hervorragend, viel besser. So, nachdem das Ganze schön gereinigt worden ist, wollen wir dir noch wieder ein bisschen Glanz verleihen. Und das macht man jetzt zum Beispiel mit einem Cockpit-Spray. Normalerweise würde ich jetzt noch ein paar Minuten warten, bis das wirklich alles ganz trocken ist. Macht mir aber einen wirklichen feuchten Eindruck jetzt nicht mehr. Aber wir machen das trotzdem einfach mal. So ein paar Spritzer reichen schon aus. Auch das lassen wir jetzt einen Moment einziehen, bevor wir dann wieder hingehen und das Ganze einmal glatt polieren. Also wie im Auto auch, was man auch hervorragend hier, stimmt, machen wir mal damit, mit dem Mikrofasertuch machen kann. Ah, das sieht jetzt schon besser aus. Auch den Knopf, den Knüppel, die Taster. Und schon gibt es den Ganzen ein bisschen mehr Glanz. So, mit dem Rest, der hier noch dran ist, können wir noch gucken, ob wir diesen Feuerknopf noch ein bisschen sauberer bekommen. Ja, auch da macht sich das wieder bemerkbar. Der Knopf sieht viel besser aus als vorher. So viel für heute. Das Ganze wird fortgesetzt. Wir sind ja noch längst nicht durch. Es gibt noch verschiedene andere Reinigungen, die gemacht werden müssen, gerade im Innenleben von so schönen Joysticks wie den analogen, gerade wo Potentiometer bei sind, wie man da vorgeht oder wie ich dort vorgehe. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie es euch gefallen hat, Verbesserungsvorschläge, immer her damit. Bis zum nächsten Mal.